Ja, also ich habe mir jetzt auch noch mal das Interview vom SWR angehört und habe dann leider erfahren müssen, dass inzwischen ihre Mutter gestorben ist und der Schwiegervater. Das ist ja dann auch ein Stress, wahrscheinlich ein ganz anderer Stress als den sie vorher hatten. Kann man dieselben Methoden anwenden auf Stressbewältigung beruflich und privat? Wie geht man mit sowas um? Nein, also ich glaube in dem Moment, also ich meine, bei meinem Schwiegervater war es so, dass mein Schwiegervater jetzt 10 Jahren Krebs hatte und er hatte wirklich Glück, dass der noch echt von den 10 Jahren 9 Jahre richtig gut leben konnte damit. Und er aber so ein ganz lebensfroher Mensch war und sich dann seinen Zustand relativ, naja, planen kann man ja eh nichts, aber es war jetzt nicht so, als wäre es jetzt total überraschend gekommen. Aber was ich da halt so spannend fand, war, dass das genau 2 Wochen war, nachdem ich wirklich aufgehört habe zu arbeiten. Also ich habe am 30.09. war mein letzter Arbeitstag und am 12. Oktober ist er gestorben. Und wir haben ihn dann 2 Wochen lang zu Hause begleitet und 2 Wochen vorher im Krankenhaus. Und dann, wenn dann jemand stirbt, der einem nahesteht, dann ist das irgendwie erstmal alles komisch. Jetzt war das mein Schwiegervater und es war dann bei meiner Mutter wieder nochmal ganz anders. Aber natürlich ist in dem Organisieren und in dem Funktionieren ist das Krisenmodus wie in der Arbeit. Also ich kann das sofort. Ich kann sofort umschalten und sagen, so jetzt muss ich funktionieren. Also ja, das geht. Bei meiner Mutter war es, meine Mutter hat, mein Vater haben 60 Jahre Diamanten Hochzeit gefeiert, ein rauschendes Fest. Eine Woche später geht meine Mutter ins Krankenhaus und 2 Wochen später stirbt sie. Mutter war so, die hatte, glaube ich, schon sehr viel längere Zeit keine Kraft mehr und hat es auch gemerkt, aber sie hat alles darauf ausgerichtet, dieses Fest zu erleben, wollte auf keinen Fall Pflegefall werden und die ist sehr friedlich und sehr in Einigkeit mit ihrem Glauben ist die tatsächlich eingeschlafen. Mein Mann und ich, wir waren dabei und der Pfarrer war am Nachmittag noch da und alles, was da passiert ist, war für meinen Mann total. Also der hat gesagt, sowas hat er sich überhaupt nicht vorstellen können, weil es war auch so unterschiedlich zum Tod seines Vaters. Aber dass meine Mutter so selbstbestimmt, als hätte sie das wirklich geplant. Ja, Das ist toll. und ganz in Ruhe und Frieden. Also das war alles so, wie sie das hätte sich gewünscht. Und ich glaube schon, da gibt es was zwischen Himmel und Erde, was anders ist als das, was wir versuchen mit unserer Ratio. Um nochmal zurück auf die Frage zu kommen, da war es das Gleiche, weil mein Vater ist ja krank, mein Bruder ist krank. Ich musste erstmal funktionieren. Aber ich habe dann schon gemerkt, so einfach, ne, ist es nicht im Privat. Also wenn man ein eigenes Elternteil verliert, ist es nochmal eine ganz andere Situation. Ja, und Sie haben ja dieses Buch geschrieben auch, Wir können Zukunft, das ist ja aktueller denn je, weil Sie haben ja jetzt wirklich, deswegen fand ich das auch so toll und wollte so gerne mit Ihnen sprechen, weil ich immer denke, Männer könnten diesen Schritt, den Sie gemacht haben, gar nicht machen, weil die sich nur über ihren Job Mein Mann hat den ja identifizieren. gemacht, der hat ja 6 Jahre vorher aufgehört. Also Ah, der hat okay. Weiterbildung gemacht und der hat sich zuerst gekümmert, also organisatorisch und so. Nee, eigentlich bei uns war das schon so. Also für ihn war es viel schwieriger, glaube ich, als für mich. Aber es gibt tatsächlich wirklich sehr, sehr wenige Männer, die dazu in der Lage sind. Sind Sie denn beide Einzelkinder? Also Nee. können nur Sie das Beide machen? weit. Nee, also Okay. mein Bruder ist Epileptiker und der hat ein schweres Burnout und ist eine Epilepsie entstanden oder Oh ist mein irgendwas Gott. Uff. ausgebrochen. Und der ist nicht so wirklich belastbar. Und meine Schwägerin hat ein sehr schwieriges Verhältnis. Also wir haben beide sehr unterschiedliche Verhältnisse zu unseren jeweiligen Eltern. Und wir waren immer die, die weit weg waren und die haben in der Nähe gewohnt. Und dann ist das ja zwischen Geschwistern immer so eine eigene Dynamik. Also wir haben damals gesagt, wir kümmern uns um, wir machen das und wir versuchen auch unsere Geschwister einzubeziehen. Das ist mal mehr, mal weniger erfolgreich, sagen wir mal so. Die größere Last liegt auf unserer beiden Schultern. Aber ich finde, Sie sind die wahren Helden. Und ich finde, solche Leute müssen viel öfters in der Zeitung erscheinen und im Fernsehen, weil das hält die Gesellschaft am Ende zusammen. Und ja, Ihr Buch. Ich konnte es leider noch nicht lesen, aber ich habe Zusammenfassung gesehen und es ist ja übertragen, das, was Sie gemacht haben, so ein bisschen auf unser Land, unsere Gesellschaft. Was würden Sie denn oder was raten Sie der Gesellschaft jetzt im Moment, auch gerade in Deutschland, wo alles so gespalten ist?
Also zum einen glaube ich, dass dieses Gespaltene und dieses Unsichere sehr stark durch Angst, durch diffuse Angst. Also die ist nicht eine Angst, das ist eine diffuse Angst. Und Angst ist wichtig, evolutionär, ist aber die schlechteste Ratgeber, den man überhaupt sich vorstellen kann. Also ich würde erst mal sagen, es ist überhaupt nichts dabei, sich dahinzustellen und zu sagen, ich habe Angst vor was. Das tut ja kaum einer. Also es wird ja indirekt daran gearbeitet, also natürlich stark durch die verschiedenen politischen Kräfte. Ich glaube, dass man sich an der Stelle immer im besseren Kontext sieht. Also was mir immer geholfen hat, ist zu sagen, ich bin ein Rädchen von einem ganzen Getriebe. Und auf mich kommt es schon auch an, aber nicht auf mich kommt es nicht alleine an. Also ich habe sehr, sehr vieles über die Gemeinwohlarbeit gelernt. Also sowohl in der Flüchtlingshilfe, da wahrscheinlich am allermeisten, wenn Menschen eben, wir haben ja zwei syrische Pflegekinder Ja, aus, das ist Wahnsinn, dass Sie das auch noch ja. gemacht haben. Und das war ja davor. Also das war ja zuerst und auch da, wir haben ja beide, also ich bin ja zum zweiten Mal verheiratet, wir haben beide keine eigenen Kinder. Entschuldigung, noch einen Schluck trinken. Und daraus ist dann so eine Wahlfamilie entstanden, aber mein Mann hat zu der Zeit sehr viel gemacht, um die meisten jungen Männer in Arbeit zu kriegen, auch mit den Behörden sehr viele Diskussionen. Und ich finde, uns geht es so gut. Wir sind eines der Länder, die wirklich so ein hohes Ansehen im Ausland haben. Und das kann ich deswegen sagen, und das brauche ich Ihnen nicht zu so sagen, weil ich so viel im Ausland Zeit verbracht habe, viel mehr als in Deutschland in meinen Managementjobs. Und ich finde, wir müssen uns auf das besinnen, was wir gut können. Nämlich am Ende haben wir einen Weltkrieg verloren und haben trotzdem geschafft, daraus zu kommen. Wir haben es vielleicht nicht wirklich bewältigt, also insbesondere unsere Eltern. Das kriegen wir jetzt auch gerade mit am Ende deren Leben. Wir haben eine Wiedervereinigung geschafft, von der ich nicht geglaubt hätte, dass sie jemals kommt. Also mit Jahrgang 65 gab es ja schon die Mauer und für mich war das irgendwie so, das sind zwei Länder fertig. Also wir hatten keinen Bezug dazu. Und wir können halt einfach so viel mehr, glaube ich. Wir haben das irgendwie nur verlernt. Und ich würde einfach sehr, sehr stark dafür plädieren, dass man seinen eigenen Standort nochmal bestimmt und dann nicht über die Angst oder diesen Verlust. Ne? Ich habe also ganz oft ein Problem damit gehabt, dass Managerkollegen sagen, so, jetzt gehe ich aber in Ruhestand und das habe ich mir jetzt verdient. Dann sage ich aber, womit? Wir sind doch bezahlt worden die ganze Zeit. Wie jetzt? Ich sage, ja, wir haben doch Geld dafür gekriegt, dass wir gearbeitet haben. Was hast du dir denn jetzt genau verdient? Ja, das ist jetzt mal, dass ich jetzt mal Urlaub machen kann, dass ich mir jetzt ein Wohnmobil leisten kann. Ich überziehe jetzt mal, ne? Dass ich jetzt das. Aber was hat denn das mit dem Rest zu tun? Das ist doch, ne? Und da geht halt diese sehr starke Verbindung. Es geht um mich und diese sehr starke Vereinzelung, finde ich, ist ein Grundübel unserer Gesellschaft. Plus die Unsicherheiten, die im Leben natürlich in meiner Generation schon da waren, als ich Kind war, weiß ich, dass ich wohne ja in Rheinland-Pfalz und bin ja auch in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Da sind die Flugzeuge und da war immer viel Bundeswehr und viel Militär. Da gab es ja noch den Kalten Krieg, aber dazwischen war es halt so schön harmonisch. Und Sie selber haben ein syrisches Pflegekind, ne? Oder Adoptivkind, ich weiß nicht. nee, Pflege, Adoptive Pflege. Pflege. Wie ist Ihre Erfahrung in dieser ganzen Integrationspolitik? Was muss verbessert werden? Aus meiner Sicht brauchen diese Menschen, die sind ja nicht freiwillig gegangen. Die sind erstmal geflüchtet, weil sie einfach im Krieg gelebt haben. Also der Ahmed war 12, als er kam, sein Bruder war knapp 18 und die sind zu Fuß gekommen mit allem, was man kennt. Die kommen aus einer sehr guten Familie, die hätten eine wundervolle Zukunft gehabt, wenn nicht der Krieg gekommen wäre. Und dann waren sie nun mal hier und hatten überhaupt keine Vorstellung. Sie waren zwar gut informiert über das Internet, aber dann haben wir festgestellt, und das galt auch für viele andere der Tracks, die dann zu uns nach Oberbayern kamen damals, dass man einfach Hilfe braucht. Also wenn jeder sich einen Flüchtling nehmen würde für ein halbes Jahr und ein paar Basic erklärt und sagt, hier, so ist das und auch diskutiert. Wir hatten natürlich große Diskussionen. Es sind ja beides muslimische Männer gewesen. Gerade der Ältere, der dann gesagt hat, das darf man nicht und das darf man nicht. Und die gar keine, zum Beispiel nichts über das Christentum wussten. Die wussten auch gar nicht, was ist Bayern? Na, wie funktioniert die Demokratie? Die kamen ja aus einer Diktatur. Also das heißt, ich brauche auch, muss eine Form von Zeitkontingent diesen Menschen zur Verfügung stellen und ein Hilfsangebot. Also
bei Dingen, die einfach schwierig sind, ansprechbar zu sein. Das war für den ganzen, für die ganzen Menschen, die 2014, 15, 16 gekommen sind, noch relativ einfach. Heute, fast 10 Jahre später, kommen ja noch, also kommen Menschen, die nicht so gut genährt sind. Es gibt große Hungersituationen in den Ländern. Es gibt noch größere totalitäre Systeme, wenn man zum Beispiel an Afghanistan denkt. Es ist fast keine Bildung da. Das heißt, wenn die Leute heute kommen, die sind noch mal ganze Ecke zurück gegenüber den schon wirklich gut ausge-, also im Ansatz gut ausgebildeten, gut erzogenen. Das heißt, da muss sich auch ein Land wie unseres Gedanken darüber machen, was heißt denn eigentlich überhaupt Einwanderung? Und was bin ich denn überhaupt? Wir sind ja nichts. Wir sind weder ein Einwanderungsland, noch sind wir sonst was. Wir handeln immer so aus einem Impuls heraus. Aber wie das halt in der Wirtschaft auch ist, braucht es eine strategische Vorgehensweise. Und dann zu sagen, wenn Menschen zu uns kommen, und es ist ein Grundrecht, das für die Würde, Asyl ist ein Grundrecht, und Menschen, die das abschaffen wollen, gehen an unsere Grundgesetz ran. Egal über welche Ecke, das ist natürlich die populistischste. Aber das Grundgesetz ist von Menschen gestaltet worden, die auch aus einem Krieg kamen. Also die schon sich sehr viel Mühe gegeben haben, dieses Grundgesetz zu machen. Dann muss ich auch sagen, dann muss jeder sich auch daran beteiligen, dass Elemente aus diesem Grundgesetz auch tatsächlich gelebt werden. Thomas, mein Mann, die Vormundschaft übernommen, die offizielle Vormundschaft, also beim Jugendamt registriert natürlich. Unentgeltlich, es gibt dafür nichts. Eine Aufwandsentschädigung, glaube ich, von 100 € für die Papiere, die man machen muss im Jahr. Und ansonsten ist es eigentlich nur die Zeit. Nee, man braucht da nicht viel für. Es ist halt so, dass heute das Thema natürlich wahnsinnig verseucht ist und damit die Flüchtlingskreise, die aber immer noch existieren, also es gibt immer noch diese Helferkreise aus den, jetzt nicht in jeder Gemeinde vielleicht, aber in den größeren schon. Und da ist natürlich auch viel Wissen da. Und es ist ja auch so, dass jetzt zum Beispiel Ahmed, der jetzt 22 wird im Januar, anfängt zu unterstützen. Nämlich seine Landsleute oder andere Jugendliche, die noch nicht so weit sind und sagt, ich muss ja genauso jetzt Integration machen. Ich weiß ja jetzt, was das bedeutet. Und ich glaube, das ist einfach so auch so ein bisschen so ein Schneeballeffekt, der daraus kommt. Und wenn wir zum Beispiel mit unseren Eltern oder Großeltern sprechen, die geflüchtet sind, meine Schwiegermutter ist aus Polen, musste die flüchten, da war die relativ klein. Die ist die zwei können wundervolle Gespräche führen, weil sie Ah beide ja. Flüchtlinge Ja. sind. Und ich finde, dieses verbindende Element wird in Deutschland ja komplett ausgeklammert. Ich meine, wir hatten, glaube ich, 10 Millionen Bestimmt. Flüchtlinge Ja, es wird aus immer nur Äthiopien. von Religion geredet, dass es eine andere Religion ist. Das ist so, Ja, ja, es ja. gibt schon eine Islamophobie auch und man redet immer noch von Natürlich. Antisemitismus. Würden Ja, Sie die. denn den Leuten sagen, macht es? Also würden Sie das Ja. empfehlen, was Sie gemacht haben? Auf jeden Fall. Weil es einfach ein selbstzufriedener macht. Und man muss natürlich auch, ich glaube, ich finde auch Resilienz oder so bildet sich nur aus. Natürlich ist das nicht nur ein Zuckerschlecken und da gibt es auch wieder Rückschläge. Aber in andere Menschen zu investieren und damit der Gesellschaft was Gutes zu tun, ist doch lohnenswert. Und ich Natürlich, meine, auf sich jeden um sich Fall. selbst zu kümmern, ist doch total langweilig. Also, was ist denn daran besser zu sagen, ich fahre 7 Mal im Jahr in Urlaub? Wenn ich jetzt eine Städtereise mache und erkunde alle Ja. andere Länder, aber ne, also nur zu sagen, ich konsumiere und Ja. damit befriedige ich meine Bedürfnisse, Ja. aber die lassen sich viel nachhaltiger befriedigen, wenn ich das mit anderen Menschen mache. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch genauso meine Zeit für mich brauche. Ich kann Ja, das ja, nicht ja. 24 Stunden, 365 Tage machen. Ja, diese Wohlstandsdebatte, die kommt ja auch immer wieder auf. Und da denke ich auch, fehlen ehrliche Stimmen auch von Wirtschaftsleuten einfach mal, dass wir an die Grenze gekommen sind in Deutschland. Natürlich. Man merkt ja auch diese zunehmenden mentalen Krankheiten bei Jugendlichen. Das ist auch was damit zu tun hat, dass einfach viel zu viele Optionen, es gibt viel zu viele Möglichkeiten. Na, das ist die nächste Frage. Wer Ja. ist denn schuld? Ja, das stimmt. Ja, aber ich freue mich, dass Sie das, was Sie am Anfang erzählt haben mit Ihrer Mutter, es freut mich sehr, dass Sie das so erleben konnten. Und eigentlich kann man das nur allen wünschen und allen, die in einer ähnlichen Situation sind, das jetzt sehen, sagen, dass man wirklich alles versucht zu sagen, was es noch zu sagen gibt Ja. und sich kennenlernt, weil Sie sagten, glaube ich, in der ARD,
Doku auch, dass man sich eigentlich gar nicht so gekannt hätte. Dass, ich glaube, meine Mutter wusste bis zum Ende auch nicht so richtig, was ich gemacht habe. Das Nein, nein, ich habe meinen Vater und meine Schwiegermutter mit auf die Buchpräsentation genommen. Mein Vater war komplett überwältigt, weil ich glaube, es ist ihm da erst bewusst geworden, was ich alles in meinem Leben erlebt habe. Aber klar, meine, die haben in ihrem Ort gewohnt und ich war immer unterwegs und natürlich habe ich ein bisschen erzählt, aber auch das rechne ich ihnen hoch an. Die haben ja immer das Vertrauen gehabt, das, was sie macht, ist schon, und ich bin ja viel geflogen, wir haben immer ausgemacht, ich schicke eine kurze WhatsApp oder SMS, dass ich gut angekommen bin. Na, das ist ja auch ein Loslassen, das ist ja auch so ein Vertrauen in die Fähigkeiten. Und nach so vielen Jahren dann zu sagen, ich komme jetzt zurück und jetzt irgendwie sind wir uns wieder viel näher, ist natürlich auch nicht einfach für beide Seiten nicht. Aber es hat sich gelohnt. Ich meine, bei den beiden war es jetzt nicht so eine lange Zeit. Aber ich merke das jetzt auch an meinem Vater und an meiner Schwiegermutter. Jede Minute, jeder Tag ist kostbar. Man kann das auch alles ja nicht planen. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange die beiden noch Genau. leben. Das wissen Und das ist was man sich für sich macht, ein innerer Friede, und das sieht man.